Dann, was die Große Anfrage machen wir jetzt noch. Ne? Sind wir uns einig? Ja. Dann rufe ich auf den Punkt 6. Große Anfrage der Abg. Cárdenas und Fraktion betreffend Verbot der Benachteiligung nach den Besitzverhältnissen der Eltern an Schulen in freier Trägerschaft. 10 Minuten je Fraktion. Ich mache alle ein bisschen zügig, dann schaffen wir das gut. Die Frau Kollegin Cárdenas hat das Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Thema Ersatzschulen ist kein ganz einfaches. Sie sind grundgesetzlich geschützt. Viele von Ihnen arbeiten mit modernen Bildungskonzepten. Sie arbeiten jahrgangsübergreifend und häufig auch von der 1. bis zur 10. Klasse, ohne nach 4 Schuljahren auszusieben. Was das deutsche Bildungssystem kennzeichnet, ist nicht nur die soziale Ungleichheit in Form von der Abhängigkeit des Bildungserfolgs vom Geldbeutel der Eltern. Nein, auch das entsetzlich langsame Tempo, mit dem, wenn überhaupt Veränderungen oder Neuerungen an die Schulen gebracht werden, ist ein solches Kennzeichen. Die Bildungswissenschaften weisen schon seit Jahren, ach Jahrzehnten eigentlich, darauf hin, dass ein ausuferndes mehrgliedriges Schulsystem weder gerecht noch erfolgsfördernd ist. Auch Instrumente wie das Sitzenbleiben oder Abschulen, wie der Frontalunterricht oder auch das 6-stellige Bewertungssystem in Form von Schulnoten sind seit Langem umstritten, wenn nicht gar überholt. Viele der Ersatzschulen arbeiten daher mit ganz anderen Methoden, mit individueller Förderung und individuellen Bewertungsinstrumenten, die weit über die Einordnung zwischen Note 1 und Note 6 hinausgehen. Die Schülerzahlen an den hessischen Ersatzschulen steigen stetig. Und auch wenn Ihre lang prophezeite demografische Rendite irgendwann einmal greifen sollte, Herr Kultusminister, dann schaut es trotzdem so aus, als würde an den Ersatzschulen kein Schülerrückgang zu erwarten sein. Woran liegt das denn, meine Damen und Herren? Warum geben Eltern teilweise mehrere hundert Euro monatlich aus, nur damit ihr Kind nicht auf eine öffentliche Schule gehen muss? Ich sage es Ihnen, weil Sie nämlich sehen, dass Schule und das Lernen auch anders geht, dass Note 1 bis Note 6 nicht das Maß aller Leistungserbringung ist und dass Schule im Übrigen auch weit mehr ist als eine reine Leistungsfabrik. Diese Eltern wollen nicht, dass jede Lernsituation gleich eine Leistungssituation ist. Sie wollen Schule anders. Sie wollen Schule an ihrem Kind orientiert. Und da auch in Hessen an einem unmodernen und ungerechten Schulsystem festgehalten wird, greifen diese Eltern dafür halt tief in die Tasche. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Ersatzschulen überflüssig gemacht werden müssen, damit niemand sich eine bessere Schulbildung erkaufen kann und muss. Das bedeutet aber, dass all diese guten Ansätze endlich diese guten Ansätze, die wir haben in den Privatschulen, nicht in allen, ist klar, endlich Einzug in die öffentlichen Schulen halten müssen. Wertschätzen Sie das Wissen und die Ansätze vieler Privatschulen, sehen Sie endlich hin und lernen Sie, wie Schule auch anders geht, Herr Kultusminister. Aber mit dem Hinsehen, das ist ja so eine Sache. 2011 haben die Kolleginnen und Kollegen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN diese Große Anfrage schon einmal gestellt, Matthias. Wir haben sie ein wenig überarbeitet und erneut eingereicht, weil wir wissen wollten, was sich in der Zwischenzeit denn eigentlich getan hat. Wenn es schon Ersatzschulen gibt, dann müssen diese für alle gleichermaßen zugänglich sein. Dieser Meinung waren wir vor 5 Jahren schon und sind es noch immer. Das bedeutet, jede Familie in Hessen muss sich den Besuch einer Privatschule leisten können. Nur so kann das Sonderungsverbot verstanden werden. Das bedeutet, wie Herr Wagner, Matthias Wagner, der jetzt die ganze Zeit rumschwätzt, das bedeutet. Frau Kollegin Cárdenas, bitte, ich bitte einfach um einen friedlichen Ton. Dann geht es weiter. Nein, ich entschuldige mich natürlich, Matthias, aber ich wollte gerne deine Aufmerksamkeit haben. Okay. Das bedeutet, wie Matthias Wagner es in seiner Rede vor 5 Jahren so schön sagte, die Frage des Schulgeldes hat auch etwas mit der staatlichen Finanzierung der Ersatzschulen zu tun. Hier müssen wir schnell zu einem neuen Modell kommen, damit wirklich für die Schulen in freier Trägerschaft gilt und gelten kann, dass eine Sonderung nach den Besitzverhältnissen nicht mehr stattfindet. Nun, Herr Wagner, das Ersatzschulfinanzierungsgesetz ist unter Ihrer jetzigen Regierungsverantwortung ja novelliert worden
Und eigentlich hätten wir dann damit rechnen können, dass die teilweise absurd hohen Schulgebühren der Privatschulen, die Sie ja auch vor 5 Jahren noch angeprangert haben, danach deutlich gesenkt worden wären. Das wollten Sie ja. Aber was ist passiert? Nichts. Ich habe die aufgelisteten Beträge verglichen. Und fast jede Schule in freier Trägerschaft hat ihre Beiträge in den letzten 5 Jahren erhöht, Herr Wagner. Wortwörtlich haben Sie vor 5 Jahren gefordert, wenn sich Eltern entschließen, eine Schule in freier Trägerschaft zu gründen, dann darf diese Schule nicht durch die Höhe ihres Schulgeldes Schülerinnen und Schüler von dem Besuch der Schule ausschließen. Denn sonst würden wir ein gespaltenes Schulwesen bekommen. Sonst würden wir ein Schulwesen bekommen, bei dem der Geldbeutel der Eltern darüber entscheidet, welche schulische Bildung man sich leisten kann. Und Sie schlossen mit den Worten, ich glaube, das kann und darf nicht in unserem Interesse hier im Hessischen Landtag sein. Aber das gespaltene Schulwesen, wie Sie es genannt haben, war vor 5 Jahren schon da und ist es immer noch da. Oder wollen Sie mir ernsthaft erzählen, dass jede Familie es sich leisten kann, bis zu 600 € zuzüglich Essensgeld für den Schulbesuch ihres Kindes auszugeben, eines Kindes? Und nicht nur das. Aus der Großen Anfrage ging leider auch hervor, das ist der nächste Punkt, dass eine wirkliche Überprüfung des Sonderungsverbots nach wie vor nicht stattfindet. Es gibt Augenblick, abwarten. Es gibt in Hessen ja eh keine festgelegten Kriterien, ab welcher Höhe eine Sonderung nach Besitzverhältnissen stattfindet. Aber selbst wenn, nun zitiere ich aus den Antworten des Kultusministers, im Übrigen, Zitat, besteht insbesondere bei den neu gegründeten Schulen ein regelmäßiger Kontakt zwischen Schulamt und Schule in Bezug auf die Erweiterung der Personalausstattung. Bei diesen Gelegenheiten werden sporadisch die Schulgeldmodalitäten abgefragt. Zitat Ende. Und ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, Herr Wagner oder auch Herr Lorz, dass es nach wie vor kein gültiges Kriterium dafür gibt, ab wann Privatschulen nicht für jedermann aufgrund der Höhe des Schulgeldes zugänglich sind. Oder die Tatsache, dass es eh nur sporadische Überprüfungen der Schulgeldmodalitäten gibt. Was ich auf jeden Fall skandalös finde, ist die Praxis, Schulämter über die Angemessenheit von Beiträgen entscheiden zu lassen. Aufgrund der Überlegung, was eine Familie im Einzugsgebiet der Schule mit mittlerem Einkommen objektiv ausgeben könnte. Die Schulämter scheinen ja in allen Regionen mehrere hundert Euro für völlig machbar zu halten. Erklären Sie das doch einmal Alleinerziehenden oder Eltern mit mehreren Kindern. Was ist denn das für eine Handhabe? Und dann wird mit den Gebühren der anderen Privatschulen verglichen. Da bleibt mir echt die Spucke weg. Meine Damen und Herren, ich kann nur sagen, Sie von der Regierungsfraktion, sind an der Einhaltung des Sonderungsgebotes genauso interessiert wie der Schokoladenfabrikant an einem Zuckerverbot. Das zeigt auch die Anlage 1, in der die Schulgelder aufgelistet wurden. Da war es Ihnen völlig egal, wenn Schulen keine oder falsche Angaben machten. Anscheinend wurde auch das nicht hinterfragt oder überprüft. Dass es für Ihre Schulen, Herr Kultusminister, ein Armutszeugnis ist, dass immer mehr Eltern auf die Privatschulen zurückgreifen, ist Ihnen anscheinend auch egal. Halten wir fest, ein Sonderungsverbot existiert in Hessen nur auf dem Papier. Die Landesregierung sieht da auch keinen Handlungsbedarf. Na, herzlichen Glückwunsch, ich bedanke mich. Vielen Dank, Frau Kollegin Cárdenas. Das Wort hat die Frau Abg. Bettina Wiesmann, CDU-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, etwas höher muss es doch. Fast hätte ich gesagt, alle Jahre wieder. Jedenfalls auch in diesem Jahr kommt eine große Anfrage zu den Privatschulen von der linken Seite des Hauses auf uns nieder. Das gab es auch schon, es ist ja auch jedem frei. Und wir finden das Thema auch wichtig, deshalb wollte ich mich auch gerade dafür bedanken. Heute der Schwerpunkt Verbot der Benachteiligung oder Sonderungsverbot. Sie haben jetzt so manches gesagt, eigentlich am Anfang ganz schön angefangen und die besonderen Beiträge der Ersatzschulen zu unserem Schulsystem gewürdigt. Ich fand das ermutigend und ich wollte bei der Gelegenheit mich übrigens auch bedanken für viele Auseinandersetzungen, die doch überwiegend sachlich und für mich auch gewinnbringend waren in der Vergangenheit. Ich glaube, es war eine Ihrer letzten Reden hier vorne von meiner Seite für die Erfahrungen der Vergangenheit. Vielen Dank und alles Gute für Ihre Zukunft.
Aber zur Sache. Für die CDU-Fraktion besteht kein Anlass zu dem Misstrauen gegenüber nichtstaatlichen Bildungsträgern, das aus manchen dieser Anfragen doch spricht. Wir haben, und wir schätzen sie nämlich auf allen Ebenen, Kitas, Kindergärten, Schulen, Hochschulen, Weiterbildungseinrichtungen. Sie alle tragen zur Angebotsvielfalt bei, dazu, dass Menschen die Wahl haben, mit welchen Werthaltungen und pädagogischen Ansätzen sie ihre Kinder oder gar sich selbst bilden und bilden lassen. In Hessen ist die freie Schulwahl der Eltern im Rahmen der Eignung des Kindes heute ein doch weit oder fast allseits akzeptiertes Prinzip. Vielfalt der Schulen und Wettbewerb zwischen ihnen bringt bessere Qualität. Privatschulen bereichern das Schulwesen in vielfältiger Weise, nicht nur durch die besonderen, ich will sie explizit erwähnen, nämlich z.B. religiösen Prägungen, die uns wertvoll sind. Sie sind außerdem Experimentierfeld und Schrittmacher neuer Konzepte und spornen damit öffentliche Schulen immer wieder zu Innovationen und auch neuen Entwicklungen an. Das haben Sie ja auch gewürdigt in Ihren ersten Bemerkungen, Frau Cárdenas. Deshalb ist ein Ja zur Vielfalt der Schulen für meine Fraktion auch ein Ja zur Vielfalt der Angebote verschiedener Träger, also eben auch zu Schulen in freier Trägerschaft. Dies vorangestellt möchte ich die Antworten der von Ihnen eingereichten Großen Anfrage zur Frage der Bildungsbenachteiligung oder dem Sonderungsverbot gern unter drei Aspekten beleuchten. Erstens. Worüber reden wir? Welche Schulen sind eigentlich gemeint? Und wie aus der Antwort der Landesregierung, für die ich mich auch bedanken möchte, hervorgeht, reden wir, wie ich meine, im Wesentlichen über allgemeinbildende Ersatzschulen ohne Förderschulen. Denn die Ersatzförderschulen, von denen natürlich dort auch die Rede war, erheben mit wenigen Ausnahmen keinen Elternbeitrag. Und die Ersatzberufsschulen sind ebenfalls in der Mehrzahl kostenfrei oder verlangen überschaubare Beiträge. Zudem sind sie zumeist in hohem Maße spezialisiert, was die Frage nach einer Sonderung ganz anders beleuchtet. Und die Ergänzungsschulen, denen Sie als Teil B Ihrer Anfrage ein volles Drittel Ihrer Fragen widmen, fallen gar nicht unter das im Grundgesetz geregelte Sonderungsverbot, das Sie so umtreibt und das natürlich auch uns von CDU und GRÜNEN sehr wichtig ist. Denn Ergänzungsschulen, das will ich dann an der Stelle einfach einmal sagen, weil das ja fast die Hälfte der Großen Anfrage ausgemacht hat, bedürfen nicht einer Genehmigung, sondern nur einer Anzeige bei der Schulaufsichtsbehörde. Sie unterliegen nicht einer fachlichen, sondern nur einer beschränkten Rechtsaufsicht. Sie erhalten keine Finanzleistungen des Landes, profitieren also nicht von unserem ja, sehr guten Ersatzschulfinanzierungsgesetz, zu dem ich später noch etwas sage. Und damit entfällt auch, wie die Landesregierung schreibt, Zitat, jegliche Einflussnahme auf die Höhe des Schulgeldes. Deutsche Kinder dürfen diese Schulen nur mit Ausnahmegenehmigung besuchen, denn sie bestehen vor allen Dingen um ausländischen Kindern, die hier wohnen in Hessen und schulpflichtig sind, ein angemessenes Schulangebot vorzuhalten. Für die Frage einer eventuellen Benachteiligung nach den Besitzverhältnissen der Eltern gibt dieser Teil Ihrer Anfrage also schlicht nichts her. Denn wir wollen es wahrscheinlich nicht als soziale Benachteiligung sehen, dass nicht alle Kinder gleichermaßen ihre Eltern auf berufliche Auslandsstationen begleiten. Was bleibt also übrig? Die allgemeinbildenden Ersatzschulen. Diese Schulen verfügen über 6,9% aller Schulplätze, nach der Tabelle, die dort zu finden war, in absoluten Zahlen 41.000 von 600.000 Schulplätzen in Hessen. Und von diesen 41.000 Ersatzschulplätzen werden knapp 30.000, also rund zwei Drittel, von kirchlichen Trägern vorgehalten, etwa 8.000 von klassischen Reformschulträgern und 4.000 von anderen privaten Trägern. Zweitens. Wie sieht es nun mit der Benachteiligung aufgrund der ökonomischen Verhältnisse der Eltern aus? Wird das Sonderungsverbot verletzt? Die meisten Schulplätze, deshalb habe ich das eben erwähnt, nämlich die der kirchlichen Träger, zwei Drittel, 30.000 etwa, kosten nichts oder fast nichts. Schon deshalb ist es oder wäre es unzulässig, pauschal von teuren Ersatzschulplätzen zu sprechen. Für die allermeisten gilt das überhaupt nicht. Die zweitgrößte Platzzahl bieten die klassischen Reformschulen, Montessori, Waldorf, Steiner und ähnliche. Sie halten gut 15% der Ersatzschulplätze vor, mit einem monatlichen Schulgeld, das sich je nach Beurteilung an oder jenseits der oberen Grenze des im Bundesländervergleich zuträglichen, bei ungefähr 200 €, bewegt beim ersten Kind. Es ist nicht erstaunlich, ich will es einfach einmal erwähnen, dass gerade die Schulen, die gerne als Vorbilder für allgemeine Schulreformen dienen, denen Sie übrigens häufig auch folgen in Ihren Empfehlungen, vergleichsweise teuer sind. Reformschulen mit Luxusausstattung waren nämlich auch immer schon Schulen für den gehobenen Mittelstand, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Ich stehe für die Vielfalt. Ich finde, sie gehören auch dazu.
Etwa 10% der Ersatzschulplätze werden von recht teuren Privatanbietern vorgehalten. Sie liegen vor allem im Raum Frankfurt und bedienen dort auch eine besondere, ich würde sagen, Klientel oder jedenfalls eine Gruppe von Schülern, von Kindern, die aus Familien stammen, die auch besondere internationale Anforderungen beispielsweise suchen im Schulwesen und die wir anders nicht bedienen können. Weitere 5% werden von kleinen freien Trägern in der Regel zu moderatem Schulgeld angeboten. Für alle gilt aber, soweit sie dazu Angaben machen, bieten sie allen denen, die kommen und sich interessieren und die das Schulgeld in der vorgesehenen Höhe nicht zahlen können, einen Schulgelderlass oder eine Reduzierung, sodass ich glaube, dass die Zahlen gerade hergeben, dass genau das, was sie gefordert haben, dass jede Familie diesen Zugang auch findet für eine Ersatzschule ihrer Wahl, das am Ende auch möglich ist. Die Antworten der Landesregierung auf die vorliegende Große Anfrage bestätigen jedenfalls die Einschätzung, die meine Fraktion auch im vergangenen Jahr schon auf die Anfrage der SPD hin getroffen hat. Es gibt keine belastbaren Hinweise auf die von Ihnen befürchtete soziale Segregation zwischen öffentlicher und privater Schule. Ich will das deshalb auch noch einmal sagen, weil Ihre Anfrage gar nicht so in die Tiefe ging, obwohl Sie das zu Ihrem Thema gemacht haben. Die Antwort auf die Große Anfrage von 2015 hat drei Dinge gezeigt. Knapp die Hälfte der Ersatzschulen ermäßigen ihr Schulgeld um mindestens die Hälfte des durchschnittlichen Betrags. Sie vergeben mehr als 10% ihrer Schulplätze an Kinder, die überhaupt kein Schulgeld zahlen, oder sie erheben überhaupt keins. Außerhalb von diesen spezialisierten beruflichen Schulen, die ich schon genannt habe, oder eben Internatsschulen, die natürlich andere Kosten in Rechnung stellen müssen, überwiegen überschaubare Beträge. Ein zweiter Punkt von 2015. Von den knapp 200 Ersatzschulen sind nur ein Viertel ohne soziale Staffelung des Schulgelds. Und von diesen aber verfügen noch einmal 14 laut der damaligen Tabelle über andere Mechanismen, um dem Sonderungsverbot Rechnung zu tragen. Sozialfonds, individuelle gewährte Ermäßigungen, Befreiungen, Stipendien. Und schließlich haben auch nur ganz wenige Träger von Ersatzschulen Aufnahmegebühren oder Beiträge zu Fördervereinen oder gar Darlehensverpflichtungen für Eltern oder Lehrkräfte. Das war damals Thema. Das gehört ja auch hier rein. Ich erinnere es noch einmal. Also, wir hatten eigentlich schon eine Auskunft der Landesregierung vorliegen, die eigentlich noch weit detaillierter ihre Besorgnisse entkräftet hat im letzten Jahr. Es wird nicht gesondert im hessischen Ersatzschulwesen. Und drittens, das ist auch kein Zufall, es wird nämlich etwas dafür getan. Und damit möchte ich auch jetzt hier zum Ende kommen. Es muss natürlich, damit nicht gesondert wird, die Schulgeldpraxis nachgehalten werden. Und schon immer wurden Schulen im Rahmen des Genehmigungsprozesses aufgefordert, sogar die nachfolgenden Änderungen im Schulgeld anzuzeigen. Und seit September letzten Jahres, das ist eine Änderung gegenüber dem Sachstand von der letzten großen Anfrage, überprüft die Landesregierung die Einhaltung des Sonderungsverbots sogar noch akribischer durch die eingeführte Berichtspflicht. Das ist die Frage 3. So, und ich glaube, die Praxis wird schlicht zeigen, ob es unter diesen veränderten Voraussetzungen noch mehr, also das heißt noch mehr, überhaupt Beanstandungen in Sachen Schulgeld gibt. In der Vergangenheit gab es nicht viele, wie wir ja auch erfahren haben. Auf die Pfade derjenigen Bundesländer, die aber glauben, oder auch hier Mitstreiter, Kollegen, die glauben, eine objektive Höchstgrenze des zumutbaren Schulgelds festlegen zu können, wollen wir hingegen Hessen nicht führen. Und das hat die Landesregierung sehr ausführlich dargelegt, dass eine solche Schulgeldgrenze gar nicht möglich ist. Sie wird auch weder vom Grundgesetz noch von der Rechtsprechung gefordert. Stattdessen kommen wir der Verpflichtung, Ersatzschulen angemessen auszustatten und damit eben gerade das Schulgeld in angemessener Höhe zu halten, wirklich vorbildlich nach. Und da sind sich alle einig gewesen, dass in der Novelle von 2012 mit der FDP und umgesetzt jetzt und ausgestattet finanziell mit den Partnern von den Grünen, wir eine wirklich vorbildliche Finanzierungsgrundlage für diesen unverzichtbaren Teil unserer Bildungslandschaft geschaffen haben. Ich will jetzt nicht in die Details gehen, die Zeit ist auch herum, aber damit sorgen wir dafür, dass lebendige und gesunde hessische Ersatzschulen eben gerade nicht, sondern müssen. Ich fasse in einem letzten Satz zusammen. Die Frage der Vermeidung von Sonderungen betrifft einen überschaubaren, aber wichtigen Teil unseres hessischen Schulwesens. Belastbare Hinweise auf Verletzungen des Sonderungsverbots durch hessische Ersatzschulen gibt es nicht. Sowohl die finanzielle Ausstattung der Schulen als auch die Genehmigungs- und Aufsichtspraxis schieben der Sonderung einen Riegel vor. Ersatzschulen beleben unsere Schullandschaft, sichern die Vielfalt. Sie sind vielleicht die größte Stärke unseres Schulsystems.
Sie spalten nicht, sondern im fruchtbaren Miteinander von Staat und Privat ergibt sich eine gute Qualität und eine gute Zukunft für die Bildung in diesem Land. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Wiesmann, für die Ausführung und den letzten Satz. Dann darf ich den Kollegen Degen bitten, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit Hinblick auf die bereits angesprochene Große Anfrage der SPD-Fraktion von 2015 und der entsprechenden Aussprache vom 28.05.2015 habe ich vor, meine Redezeit nicht gänzlich auszureizen. Ich verweise auf meinen Redebeitrag vom 28.05., in dem es ja vor allem um die Ersatzschulen ging. Ich will dazu nur noch einmal ganz kurz zusammenfassen, dass wir natürlich als SPD-Fraktion uns einig sind, dass Ersatzschulen eine erst einmal Bereicherung sind und ganz oft ein Motor für Schulentwicklung. Das haben wir schon vom letzten Jahr gesagt, dass wir natürlich sehr genau immer hingucken müssen auf die Höhe der Schulgelder. Und ich gebe auch zu, in der aktuellen Anfrage, auch jetzt wieder, tun mich manche Beiträge doch etwas erschrecken, die um die 300, 400, 500 € liegen. Deswegen ist es gut und wichtig, dass wir uns das heute auch noch einmal vornehmen und auch anschauen, weil ich glaube, einfach die öffentliche Aufmerksamkeit hier und auch die Aufmerksamkeit des Ministeriums der einzige Weg sind, auch dafür zu sorgen, dass diese Bedingungen auch eingehalten werden. Ich will auch noch darauf hinweisen, dass vieles ja auch ähnlich ist zwischen den beiden Antworten. Allein der Hinweis oder die Daten in der Anlage zu den Schulgeldgrenzen in verschiedenen Bundesländern haben wir auch da ja schon genauso auch gehabt. Wesentlich ist noch einmal für mich auch die Frage der Lehrergehälter. Das haben wir im letzten Jahr schon auch abgefragt, was diesmal keine Rolle gespielt hat. Ich glaube, dass sich das noch einmal zuspitzt, weil gerade auch vor dem Hintergrund des Lehrkräftemangels die freien Schulen, die Ersatzschulen große Probleme haben, entsprechende Kräfte zu bekommen, weil natürlich, wenn gerade an öffentlichen Schulen viele Stellen offen sind, wie es der Fall ist, eben auch hier man eher sagt, dann nehme ich die Beamtenstelle und verlasse die freie Schule. Das ist ein Problem für Ergänzungsschulen, meine Damen, für Ersatzschulen, meine Damen und Herren. Ich will aber auch noch einmal das Thema Ergänzungsschulen ansprechen. Für die, die sich nicht so gut auskennen, will ich das noch einmal den Unterschied benennen. Artikel 7 des Grundgesetzes garantiert das Recht zur Errichtung von Privatschulen. Es wird dabei zwischen den staatlich genehmigten und anerkannten Ersatzschulen und Ergänzungsschulen unterschieden. Die staatlich anerkannten Ersatzschulen unterrichten nach den gleichen Lehrzielen, vergeben gleiche Abschlüsse wie öffentliche Schulen. Und bei Grundschulen muss da noch ein besonderes Interesse erkennbar sein. Das sind jedenfalls die Schulen, die auch eben entsprechend des Gesetzes Gelder vom Land bekommen und auch entsprechend der Schulaufsicht unterstehen. Darüber haben wir auch bei der Großen Anfrage der SPD gesprochen. Es gibt relativ unbemerkt, Frau Wiesmann hat es nur kurz angesprochen, daneben aber noch die Ergänzungsschulen, meine Damen und Herren. Die wurden diesmal auf die Anfrage der LINKEN auch noch einmal betrachtet. Ergänzungsschulen können staatlich genehmigt werden. Der Besuch von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen ist nur mit einer Genehmigung durch die jeweilige Schulaufsicht möglich. Sie vermitteln keine deutschen Schulabschlüsse und werden seitens des Staates auch nicht finanziell unterstützt. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und was herausgekommen ist jetzt in der Großen Anfrage der LINKEN, ist noch einmal, dass das Ministerium eigentlich zu den Ergänzungsschulen faktisch nichts weiß. Ja? Da war z. B. die Frage 21, wie viele Schülerinnen und Schüler besuchten in den letzten 10 Jahren eine Ergänzungsschule? Herr Kultusminister Lorzen, da antworten Sie eben, dass dazu keine Daten erhoben werden. Das verstehe ich erst einmal, wenn das so ist, auch wenn es eine Große Anfrage war und man vielleicht hätte etwas nachfragen können. Was mich aber wundert, meine Damen und Herren, was mich wundert, ist, dass die Stadt Frankfurt es fertigbringt, in ihrem Bericht zur Lage der Privatschulen in Frankfurt am Main, dass die es fertigbringen, genau diese Zahlen aufzulisten. Und dass es hier auch aufgeführt nach Schulen am Ende darauf hinausläuft, dass zumindest in der Stadt Frankfurt am Main sich 4.500 Schülerinnen und Schüler an den Ergänzungsschulen aufhalten. Und dann wundert es mich doch sehr, warum die Stadt Frankfurt das schafft, aber nicht die Landesregierung in der Großen Anfrage einmal in der Lage ist, das bei den Schulträgern nachzufragen, meine Damen und Herren. Unterm Strich ist das so, dass bezogen auf die Stadt Frankfurt
es 5.800 Schulen sind, die eben an den Ergänzungsschulen sind, also unter staatlicher Aufsicht, aber doch fast auch 5.000 Schüler, fast das Gleiche noch einmal, eben jenseits der staatlichen Aufsicht an Schulen sind, und Sie wissen über diese Schülerinnen und Schüler gar nichts. Da würde ich mir mehr hingucken, mehr Aufmerksamkeit wünschen, Herr Kultusminister. Unterm Strich fühlt sich die SPD-Fraktion ermutigt, sich weiter für Ganztagsschule, für Inklusion einzusetzen, weil das zeigen ja gerade viele fortschrittliche freie Schulen, dass die da deutlich weiter sind und dass dementsprechend wir, die öffentlichen Schulen, gefordert sind, das Land gefordert ist, sich weiter einzusetzen, weiter in den Ausbau von Ganztag und Inklusion daran zu arbeiten. In diesem Sinne danke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Christoph Degen. Das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Debatten mit aktualisierten Daten jedes Mal wieder haben schon etwas von dem Motto und täglich grüßt das Murmeltier. Es geht auch immer in dem gleichen Grundtenor los. Wenn ich hier jetzt in der Überschrift schon wieder lese, in dem Thema der Großen Anfrage Verbot der Benachteiligung nach den Besitzverhältnissen der Eltern an Schulen in freier Trägerschaft, es wird grundsätzlich schon einmal darauf abgestellt, hier ist etwas grundsätzlich Verdächtiges unterwegs. Kollege Degen hat ja schon darauf verwiesen, auch die SPD wird nicht müde, immer wieder nachzufragen und dies entsprechend zu unterstreichen. Ich denke nur an die letzte Anfrage der SPD, in der es dann so schön hieß, die Höhe der zu zahlenden Beiträge muss so bemessen sein, dass sie nicht nur von Besserverdienenden aufgebracht werden können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was aus dieser Diktion spricht, ist das grundsätzliche Misstrauen gegenüber Schulen in freier Trägerschaft. Und dazu will ich sehr deutlich sagen, für uns gilt grundsätzlich, dass die Schulen in freier Trägerschaft unser bestehendes Schulsystem ergänzen und bereichern. Sie reagieren oftmals viel flexibler auf Herausforderungen, sind somit in gewisser Weise Experimentierfeld und Schrittmacher für neue Bildungsideen. Sie übernehmen damit zentrale Aufgaben unserer Gesellschaft, und das unter der klaren Rechtsaufsicht des Staates und der staatlichen Schulaufsicht. Deswegen sollten wir alle, und das wäre mein Appell insbesondere auch an die anderen Oppositionsparteien, aber auch an die GRÜNEN, die sich in der Vergangenheit dort ja auch immer sehr hervorgetan haben, wenn es um Misstrauen gegenüber den Schulen in freier Trägerschaft geht. Wir sollten diese Schulen nicht als Konkurrenz zu den öffentlichen Schulen, sondern als Ergänzung bzw. Bereicherung für unser Schulwesen verstehen. Meine Damen und Herren, es ist nicht zielführend, Schulen in freier Trägerschaft, wie die großen Anfragen der GRÜNEN in der letzten Legislaturperiode, jetzt der SPD und der LINKEN nahelegen, hauptsächlich mit dem Fokus Sonderungsverbot, Beteiligung nach Besitzverhältnissen und Finanzen zu diskutieren. Das wird der Arbeit und den innovativen Ansätzen dieser Schulen nicht gerecht. Ersatzschulen bzw. Schulen in freier Trägerschaft bieten oftmals alternative pädagogische Konzepte. Und uns ist sehr wichtig, dass sie damit unsere Schullandschaft erweitern. Es gibt dort eine pädagogische Weiterentwicklung, von der auch die öffentlichen Schulen letztlich profitieren. Aber das ist auch wieder bezeichnend für die Anfragen, die wir hier immer zu diskutieren haben. Was dort fehlt in diesen Anfragen, sind Fragen nach der pädagogischen Weiterentwicklung, nach den Beweggründen, nach der Motivlage, die diese Schulen in Bewegung halten und warum die Menschen dort, die Eltern, ihre Kinder auch hinschicken. Wir haben derzeit knapp 200 Ersatzschulen in Hessen. Die Tendenz ist in den letzten 10 Jahren gestiegen, offenkundig, weil der Bedarf bei den Eltern besteht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist sichergestellt, dass diese Schulen Standards erfüllen müssen, dass sie schulfachlich überprüft werden.
In der Antwort zu Frage 4, das darf ich einmal zitieren, heißt es dazu ausdrücklich, in der Regel wird die überwiegende Anzahl der Ersatzschulen von den staatlichen Schulämtern regelmäßig mindestens einmal pro Jahr zur schulfachlichen Überprüfung besucht. Dabei finden Unterrichtsbesuche, Gespräche mit Schulleitung, pädagogischer Leitung und dem Träger statt, bei denen sowohl pädagogische und curriculare Fragestellungen als auch Fragen zu Schulgebäude, Entwicklung der Schülerzahlen, Elternbeiträgen sowie sonstige geplante Veränderungen thematisiert werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das heißt im Prinzip nichts anderes. Es gibt überhaupt keinen Anlass für Misstrauen gegenüber den Schulen in freier Trägerschaft. Zentraler Punkt der Großen Anfrage der LINKEN ist wie immer bei diesen Anfragen von der linken Seite des Hauses die Einhaltung des Sonderungsverbots, das, und das wurde schon erwähnt, nur für die Ersatzschulen und nicht für die Ergänzungsschulen gilt. Dieses Sonderungsverbot hat bereits mehrfach das Bundesverfassungsgericht beschäftigt, und es gibt dort einen entscheidenden Satz aus der grundlegenden Verfassungsgerichtsentscheidung, der lautet, die Ersatzschulgenehmigung ist zu versagen oder aufzuheben, wenn überhöhte Schulgelder eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern fördern. Das ist eine klare Vorgabe. Danach wird gehandelt. Danach wurde in der Vergangenheit gehandelt. Das Entscheidende ist, dass die Frage, was denn ein zumutbares Schulgeld im Rahmen dieses Sonderungsverbotes ist, sich nicht generell und verallgemeinernd beantworten lässt. Das wird in der Antwort auf die Fragen 13 und 14 der Anfrage sehr deutlich ausgeführt. Entscheidend ist, und darauf will ich mich beschränken, auf die Feststellung, die Zahl der Beanstandungen, die es dort gibt, ist verschwindend gering. Es gab gerade einmal 5 Beanstandungen in den letzten 10 Jahren. Und dass es die gab, zeigt im Übrigen auch, dass die Schulaufsicht entsprechend hinschaut. Meine Damen und Herren, unstrittig ist, weil es auch im Grundgesetz so angelegt ist, dass die Genehmigung, so wie vom Verfassungsgericht festgelegt, zu versagen ist, wenn eine Sonderung nach Besitzverhältnissen gefördert wird. Und das ist auch unsere Auffassung als Freie Demokraten, so muss es sein. Wir wünschen uns, dass Ersatzschulen möglichst allen Schülerinnen und Schülern offenstehen, die dort lernen wollen, und zwar möglichst ohne Rücksicht auf die finanziellen Verhältnisse. Das will ich dann hier an der Stelle auch einmal sehr deutlich sagen. Es sind die Ersatzschulen selbst, die sich darum bemühen, dafür zu sorgen, dass es Zugang für möglichst viele Schülerinnen und Schüler ohne Rücksicht auf die finanziellen Verhältnisse der Eltern haben, weil dort immer wieder mit sehr unterschiedlichen Ansätzen, auch das kann man aus der Antwort erkennen, versucht wird, mit variablen Ansätzen Faktoren wie soziale Aspekte, Einkommensverhältnisse, aber auch Geschwisterregelungen zu berücksichtigen. Es wird immer wieder deutlich, dass die Schulen selbst nach Möglichkeiten suchen, um eine Reduzierung des Schulgeldes zu ermöglichen und dort unterschiedliche Wege zu gehen. Spannend finde ich, ich will das noch einmal wiederholen, was in der politischen Diskussion immer nicht so eine große Rolle spielt. Wie hoch ist denn die finanzielle Entlastung des Landeshaushalts dadurch, dass es die Ersatzschulen gibt? Ich hatte danach gefragt in einer Kleinen Anfrage vom 15. April 2015, ob es Erkenntnisse gibt. Antwort der Landesregierung, was ich auch nachvollziehen kann, ich meine das nicht kritisch, über die finanzielle Entlastung des Landeshaushalts durch die Beschulung an Ersatzschulen liegen keine Erkenntnisse vor. Das wird dann noch näher begründet. Das ist halt etwas schwer messbar. Aber eines sollten wir festhalten. Natürlich gibt es diese Entlastung des Landeshaushalts. Und auch das ist ein weiterer Grund, warum wir ohne Misstrauen den Ersatzschulen begegnen sollten. Und deswegen ist es auch richtig, Frau Kollegin Wiesmann hat bereits darauf hingewiesen, dass wir in der letzten Wahlperiode sehr grundlegend die Finanzierung der Ersatzschulen neu geregelt haben. Mit der Novellierung des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes haben wir dies auf neue, gerechte und transparente Füße gestellt. Ich bin sehr froh, dass wir das erreichen konnten. Ich will ganz zum Schluss nur an die Koalition, an beide Koalitionsfraktionen gerichtet, das wiederholen, was ich hier von diesem Pult am 28. Mai 2015 schon zum Abschluss meiner Rede gesagt habe. Das gilt nach wie vor und unverändert. Im Interesse der Ersatzschulen kann ich nur sagen, bleiben Sie auf unserem Weg, denn dann sind Sie auf einem guten Weg. Die Schulen werden Ihnen das danken.
Aber die Schulen werden es Ihnen nicht danken, wenn Sie sie mit zusätzlicher Bürokratie und zusätzlichen Kontrollen überziehen. Lassen Sie die Schulen ihre Arbeit machen. Und da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Wolfgang Greilich. Das Wort hat der Abg. Daniel May, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist ja schon von allen Vorrednern darauf hingewiesen worden, dass die heutige Debatte sozusagen in einer Reihe von Debatten um das Thema steht. Zuletzt wurde im Mai 2015 darüber debattiert, weil die SPD-Fraktion eine teilweise gleichgerichtete Große Anfrage an die Landesregierung gerichtet hatte, die allerdings, das muss man schon dazu sagen, etwas weitergegangen ist. Frau Kollegin Cárdenas hat auch darauf hingewiesen, dass auch meine Fraktion in der Vergangenheit die Frage der Einhaltung des Sonderungsverbotes immer wieder thematisiert hat. Ich möchte allerdings gleich vorwegschicken, dass wir in den Schlussfolgerungen dann doch ganz anders geendet sind, als Sie das heute hier getan haben. Da unterscheiden wir uns doch ganz deutlich. Wenn wir also einen Sachverhalt erörtern, der so schon mehrfach im Plenum debattiert wurde, dann kommt man nicht umhin, das eine oder andere zu wiederholen. Das liegt dann aber nicht an der Einfallslosigkeit der Redner, möchte ich zu meiner Entschuldigung, aber auch zur Entschuldigung aller anderen Vorredner sagen, sondern liegt einfach daran, dass die Sachlage sich nicht entscheidend geändert hat zum Mai 2015. Ich möchte trotzdem die Gelegenheit nutzen, auch weil Herr Kollege Greilich gerade noch einmal an die Koalitionsfraktionen appelliert hatte, sozusagen ein paar Worte der Stellungnahme zum Ersatzschulwesen zu machen, ein paar Feststellungen vorab zu schicken. Auch wir GRÜNE sind der Meinung, dass die Ersatzschulen einen wichtigen Baustein in unserem schulischen Bildungssystem hier in Hessen darstellen. Das in der Hessischen Verfassung eingeräumte Recht, freie Schulen errichten zu können, muss auf jeden Fall gewährleistet werden. Wir haben in den freien Schulen in der Vergangenheit wichtige Impulse für die Entwicklung des Schulsystems erfahren können. Von daher sind wir sehr dankbar für die dort geleistete Arbeit. Und von daher sehen wir das als wichtige Ergänzung für unser Schulsystem an. Und dass auch die Koalition aus CDU und GRÜNEN diese Auffassung so vertritt und dass es nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern dass diese Wertschätzung auch in Mark und Pfennig sich niederschlägt, hat man eben gerade bei der Ersatzschulfinanzierung gesehen. Wir haben bei der letzten Debatte ja auch noch einmal zur Beratung der Großen Anfrage seinerzeit einen Antrag beigebracht, wo wir noch einmal festgestellt haben, dass die Neuregelung der Ersatzschulfinanzierung, so wie sie noch von der Vorgängerregierung auf den Weg gebracht wurde, unsere Meinung ist. Wir sind der Meinung, dass diese verbesserte Finanzierung der Ersatzschulen richtig ist. Das haben wir den Ersatzschulen so mitgeteilt. Das findet dort auch Anerkennung. Von daher kann ich Ihnen sagen, lieber Kollege Greilich, dass wir an dieser Stelle in Kontinuität sind und dass die Ersatzschulen in uns auch verlässliche Partner finden. Die freien Schulen ergänzen das Schulangebot. Sie müssen gleichwertige Angebote schaffen. Die Bildungswege können allerdings divergieren. Wenn man das als Voraussetzung sieht, dann heißt das eben auch, dass sie für alle zugänglich sein müssen. Und insofern ist das Sonderungsverbot im Zusammenhang mit dem Schulgeld, das die freien Schulen erheben, in der Tat zu debattieren. Es ist auch nicht per se ein Misstrauensvotum gegenüber den Ersatzschulen, wenn man das erfragt. Ich sehe das vollkommen anders. Man sieht es auch aus der Antwort der Landesregierung auf der Großen Anfrage, dass die meisten Ersatzschulen sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Von daher ist es an und für sich
sicherlich legitim, das im Landtag aufzurufen. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, was die Daten angeht, dann können wir feststellen, dass die meisten Schulen sehr verantwortungsvoll mit dem Thema Sonderungsverbot umgehen. Frau Kollegin Wiesmann hat ja schon darauf hingewiesen, dass dort viele Schulen Freiplätze anbieten, dass dort Rabatte gewährleistet werden, dass sich an dem Einkommen der Eltern orientiert wird. Das sind ja alles Maßnahmen, die genau danach zielen, dass eben diese Sonderung nach den Besitzverhältnissen der Schulen nicht stattfindet. Von daher komme ich zu der Erkenntnis, dass die überwiegende Anzahl der Schulen sehr verantwortungsvoll mit der Frage des Sonderungsverbotes umgeht. Wir haben aber trotzdem in Umsetzung des Koalitionsvertrages noch etwas weiteres eingeführt. Insofern ist auch das, was Sie, Frau Kollegin Cárdenas, uns vorgeworfen haben, es habe sich nichts geändert, im doppelten Sinne falsch. Im ersten ist es so, dass die staatliche Finanzierung verändert wurde. Darauf bin ich eben gerade schon eingegangen. Aber es ist auch so, dass die Verantwortung der staatlichen Schulaufsicht dahingehend, das Sonderungsverbot zu überprüfen, noch einmal gestärkt wurde. Sie hätten das aus der Antwort zu Frage 3 erkennen können, in der ausgeführt wird, dass durch Erlass vom 10. September 2015 die Ersatzschulen in einem dreijährigen Turnus über die Änderung der relevanten Faktoren, die für die Einhaltung des Sonderungsverbotes wichtig sind, durch die staatlichen Schulämter überprüft werden. Das zeigt doch sehr deutlich, dass an dieser Stelle noch einmal eine Veränderung stattgefunden hat, die genau eben diesem Ziel dient, dass Ersatzschulen eben nicht sondern. Von daher ist das, was Sie uns vorgeworfen haben, falsch. Ich halte auch die von Ihnen, sage ich mal, zum Schluss Ihrer Rede eingebrachte Wertung dessen, was Sie an Informationen über das Ersatzschulwesen erhalten haben, für falsch. Ich glaube, dass das dem, was Ersatzschulwesen tatsächlich stattfindet und was die Beweggründe von denjenigen, die freie Schulen gründen, nicht gerecht wird. Von daher kann ich für meine Fraktion nur feststellen, dass die Schulen sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Die staatliche Schulaufsicht geht sehr verantwortungsvoll damit um. Für uns ist es weiterhin ein wichtiges Anliegen, dass freie Schulen eben nicht nach den Besitzverhältnissen der Eltern sondern und dass sie weiterhin Bestand haben können, dass sie weiter gefördert werden, weil sie eben so wichtige Impulse für unser Schulsystem geben. Von daher wünschen wir den freien Schulen weiterhin viel Erfolg bei ihrer Arbeit. Vielen Dank, Herr Kollege May. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Lotz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die Schulen in freier Trägerschaft sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Schulsystems insgesamt. Ich bin daher dankbar, dass mir diese Große Anfrage der Linkspartei auch wieder die Gelegenheit gibt, das noch einmal ausdrücklich zu unterstreichen. Ich hatte zwar auch die Assoziation, die der Abg. Greilich hatte, von Murmeltieren und täglichen Grüßen. Offensichtlich haben wir dieselben Filme geschaut, lieber Herr Greilich. Aber bestimmte Dinge kann man ja auch durchaus nicht häufig genug wiederholen. Also wiederhole auch ich gerne noch einmal. Schulen in freier Trägerschaft ergänzen und bereichern unser staatliches Schulsystem. Sie können eine weltanschauliche oder auch eine bildungsphilosophische Verankerung bieten, die der Staat aufgrund seiner weltanschaulichen Neutralität in seinem Schulsystem so nicht zur Verfügung stellen kann. Und Sie können auch pädagogische Innovationen einführen und ausprobieren, die sich so nicht flächendeckend im staatlichen Schulsystem umsetzen lassen. Aber, das ist unstreitig, Sie können all diese Aufgaben nur erfüllen, wenn sie wie das staatliche Schulsystem grundsätzlich für alle gleichermaßen zugänglich sind, ohne Rücksicht auf die Besitzverhältnisse der Eltern. Deswegen gibt es im Grundgesetz das sogenannte Sonderungsverbot. Und unsere Antworten auf diese Große Anfrage belegen, dass es beachtet wird und dass unsere Bildungsverwaltung auch darauf achtet, dass das so bleibt. Und diese Quintessenz der vorliegenden Großen Anfrage möchte ich vielleicht noch einmal kurz in Form von 8 Thesen erläutern. Dann unterscheidet sich wenigstens das Präsentationsformat von dem, was ich am 28. Mai 2015 gewählt habe. Also,
These 1. Die Gründung einer Ersatzschule ist Grundrecht. Durch Artikel 7 Absatz 4 Grundgesetz hat jede Privatperson das Freiheitsrecht, eine Schule zu errichten und vorbehaltlich der staatlichen Genehmigung im Rahmen der Landesgesetze als Ersatz für öffentliche Schulen zu betreiben. Dass das der Linkspartei ein Dorn im Auge ist, das wissen wir seit jeher. Das hat Frau Abg. Cárdenas auch noch einmal dankenswerterweise offen zum Ausdruck gebracht. Daran sehen Sie, meine Damen und Herren, dass diese verfassungsrechtliche Garantie ihren guten Sinn hat. These 2. Der Staat ist verpflichtet, die Ersatzschulen ausreichend finanziell zu unterstützen. Denn die Schulen in freier Trägerschaft werden gerade deshalb durch den Staat finanziell unterstützt, damit sie die Höhe ihres Schulgeldes so bemessen, dass nicht nur Eltern mit hohem Einkommen ihren Kindern den Schulbesuch ermöglichen können. Die Höhe des Schulgeldes ist dabei in erster Linie von der Schule selbst zu vertreten. Und das bringt mich direkt zu These 3. Die Ersatzschulen müssen ihre Schulgeldforderungen so beschränken, dass keine Sonderung nach den Besitzverhältnissen der Eltern entsteht. Darauf ist bei der staatlichen Genehmigung zu achten. Und deshalb müssen die staatlichen Schulämter im Genehmigungsverfahren mit der jeweiligen Schule die Höhe ihrer Schulgeldforderungen abstimmen. Und das bedeutet, entweder müssen die Schulgeldforderungen für die einzelnen Eltern so niedrig liegen, dass auch Eltern mit geringeren Einkommen sich den Schulbesuch leisten können, oder die Schulgeldanforderungen müssen nach den Einkommensverhältnissen der Eltern angepasst werden. Jedenfalls darf das Schulgeld nicht so hoch sein, dass nur reiche Eltern ihren Kindern den Besuch dieser Ersatzschule ermöglichen können. Aber auch das ist schon gesagt worden, die Frage, das, was von der Höhe her noch zumutbar ist als Schulgeld, die lässt sich nicht prinzipiell beantworten. Selbst wenn man eine Staffelung nach den Einkünften der Eltern macht, braucht man auch konkrete Vorgaben für Grenzbeträge. Außerdem kann es bei ungünstiger Staffelung zu sozialen Spannungen zwischen den Kindern besser und schlechter verdienender Eltern kommen. Und deswegen hat sich auch die Rechtsprechung bislang außerstande gesehen, die Frage nach einer konkreten Höhe des Schulgeldes zu beantworten. Sie ist schon vielfach gestellt worden. Sie wird immer wieder umschifft. Die einschlägige Formulierung des Bundesverfassungsgerichts hat der Abg. Greilich eben auch schon zitiert. Also, es ist schwierig, eine definierbare Grenze nach dem Einkommen der Eltern zu finden. Und deswegen gilt These 4. Die Höhe des Schulgeldes ist nicht auf einen bestimmten Betrag festgelegt, sondern aufgrund der komplexen Beurteilung wurde auch bisher in Hessen von einer Festlegung einer Höchstgrenze beim Schulgeld abgesehen. Die Ersatzschulen werden aber, um das noch einmal zu wiederholen, auf der Grundlage des Schulgesetzes durch die staatlichen Schulämter genehmigt, und diese üben auch die Fach- und Rechtsaufsicht aus. Und zu der Fach- und Rechtsaufsicht sollte man noch das eine oder andere bemerken. Deswegen These 5. Es gibt sehr wohl Kriterien zur Bestimmung des Schulgeldes. Keine Kriterien, aus denen man im Sinne einer mathematischen Formel jetzt einen exakten Betrag von 178,63 € errechnen könnte, aber durchaus Kriterien, die auch von den Schulämtern angelegt werden, wenn sie im Genehmigungsverfahren die Einhaltung des Sonderungsverbots durch die zu genehmigende Ersatzschule beurteilen müssen. Die staatlichen Schulämter müssen also prüfen, ob eine ausreichende Regelung zur Begrenzung der Schulgeldforderung vorliegt. Gängige Praxis ist dabei die Überlegung, wie viel eine Familie mit mittlerem Einkommen im Einzugsgebiet der Schule für die Ausbildung ihrer Kinder objektiv ausgeben könnte. Und dazu werden auch Vergleiche mit anderen bereits existierenden Ersatzschulen im Schulsystem angestellt. Das sind unter anderem etwa auch die kirchlichen Schulen. Das ist schon angesprochen worden, für uns ein durchaus interessanter Maßstab, weil sie eben am längsten etabliert sind und weil sie auch den quantitativ mit Abstand größten Anteil an den Ersatzschulen stellen. Außerdem muss man die Frage der Leistung und Gegenleistung in Betracht ziehen. Für die Ausbildung an einer berufsqualifizierenden Fachschule, die fachspezifisch bedingt aufwendige Ausstattungen haben muss, personeller oder apparativer Natur, kann ein privater Schulträger natürlich auch vergleichsweise ein höheres Schulgeld fordern als für eine einfache allgemeinbildende Grundschule. Zudem werden von den Schulen selbst für die Beiträge Staffelungen nach den Einkommensverhältnissen angeboten oder von den staatlichen Schulämtern als Regelung vorgeschlagen. Es gibt auch Modelle, die sozial differenzierte Schulgelder vorsehen, wo die Höhe des Schulgeldes nach Selbsteinschätzung der Eltern bestimmt wird. Das ist auch ganz interessant, vor allem, weil das offensichtlich eine psychologisch sehr disziplinierende Wirkung hat. Also Eltern, die wirklich etwas besser gestellt sind, machen sich dann auch nicht arm, sondern genieren sich und geben also das schon richtig an und zahlen auch das entsprechende Schulgeld. Und natürlich müssen auch die staatlichen Schulämter berücksichtigen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts jetzt einige Freiplätze oder Schulgeldstipendien allein nicht die Voraussetzung des Sonderungsverbots erfüllen, sondern die Höhe des Schulgeldes für den Pflichtschulbetrieb ist die maßgebliche Größe. Was jetzt noch wichtig ist, meine Damen und Herren, ist, dass die Schulen
im Genehmigungsbescheid des Staatlichen Schulamtes ausdrücklich dazu verpflichtet sind, jede zukünftige Änderung des Schulgeldes dem Staatlichen Schulamt anzuzeigen. Und wenn Sie dem zuwiderhandeln, dann kann die Genehmigung auch wegen Unzuverlässigkeit widerrufen werden. Das heißt, die staatlichen Schulämter sind normalerweise gar nicht darauf angewiesen, dass sie jetzt selber regelmäßig das aktiv abfragen müssen, sondern es besteht eine Verpflichtung der Ersatzschulen, Änderungen in der Schulgeldforderung zu melden. Wenn nicht, dann handeln sie an dieser Stelle den Regularien zuwider. Das überprüfen unsere staatlichen Schulämter natürlich dann auch mit ihren regelmäßigen Visitationen, mit ihren regelmäßigen Nachfragen. Und natürlich werden auch Rückmeldungen von Eltern immer wieder zum Anlass genommen, die Schule auf die Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen zu überprüfen. Deswegen gilt auch These 6. Die Höhe des Schulgeldes wird immer wieder durch die staatlichen Schulämter überprüft. Sie können der Großen Anfrage entnehmen, wird normalerweise einmal im Jahr zur schulfachlichen Überprüfung besucht. Da finden Unterrichtsbesuche statt, Gespräche mit der Schulleitung, der pädagogischen Leitung, dem Träger. Da geht es um pädagogische und curriculare Fragestellungen, aber auch um die Schulgebäude, Entwicklung der Schülerzahlen, Elternbeiträge und sonstige geplante Veränderungen. Dazu werden Protokolle erstellt. Es gibt auch anlassbezogene Besuche, z.B. zur Erteilung von Unterrichtsgenehmigungen für Lehrkräfte oder auch für den Prüfungsvorsitz bei Abschlüssen. Und die entsprechenden Schulaufsichtsbeamten nehmen auch an Veranstaltungen der Schulen in freier Trägerschaft teil. In einigen Schulaufsichtsbereichen gibt es sogar gemeinsame Dienstversammlungen für die Schulleiterinnen und Schulleiter der privaten Ersatzschulen und der öffentlichen Schulen. Und damit ist das Bild eigentlich schon rund, meine Damen und Herren. Zwei Thesen nur noch zur Vervollständigung. These 7. In den meisten Bundesländern existiert keine festgelegte Obergrenze für das Schulgeld. Also ist hier auch keineswegs ein hessischer Sonderweg, den wir hier gehen, sondern im Gegenteil. Die Probleme in der Bestimmung einer konkreten Höhe des Schulgeldes sehen sich alle Bundesländer gleichermaßen gegenüber, auch völlig unabhängig von der parteipolitischen Färbung der Landesregierung. Und deswegen bewegt sich die Verwaltungspraxis hier in allen Bundesländern auch im Grundsatz entlang derselben Linien. Und schließlich These 8. Das ist auch schon angesprochen worden. Die Ergänzungsschulen fallen aus dem System des Sonderungsverbotes heraus. Erstens, weil sie ein Unterrichtsangebot offerieren, das es im öffentlichen Schulwesen so nicht gibt. Zweitens, weil sie nicht staatlich finanziert werden. Deswegen bedürfen sie auch keiner Genehmigung, sondern unterliegen nur einer Anzeigepflicht. Deswegen unterliegen sie auch nur einer beschränkten Rechtsaufsicht. Und deswegen, Herr Abg. Degen, haben wir natürlich auch keine amtlichen belastbaren Daten über die Ergänzungsschulen. Natürlich könnten wir die anschreiben und sagen, nennt uns doch bitte die Zahlen. Ich nehme einmal an, so hat es wahrscheinlich auch die Stadt Frankfurt gemacht. Aber wir haben keine Möglichkeit, das sozusagen von Amts wegen zu überprüfen, zu validieren. Bei den Ersatzschulen haben wir die. Die müssen uns das entsprechend belegen, weil sie von uns das Geld bekommen. Die Ergänzungsschulen bekommen kein Geld von uns. Und deswegen haben wir diese Grundlage eben nicht. Meine Damen und Herren, Sie sehen also, es ist alles auf einem guten Weg. Das Verbot der Benachteiligung an den privaten Ersatzschulen bleibt gewahrt. Unsere Schulaufsicht erfüllt ihre Aufgabe. Und das alles sichert und stärkt die Leistungsfähigkeit unseres Schulsystems insgesamt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Lotz. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende. Die Antwort der Großen Anfrage ist besprochen worden. Und wir können nun in die Mittagspause eintreten. Wir sehen uns dann wieder um 15:15 Uhr. Vielen Dank.